Hello again, meine Liebe, mein Lieber. Happy morning in the morning. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich sehr, sehr herzlich auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, was habe ich heute vorbereitet? Und zwar habe ich vorbereitet, was er dir gerne sagen würde, aber zumindest aktuell nicht kann. So, dafür nehme ich jetzt mal mir diese Karten hier. Okay. Also was hier schon mal ganz, ganz klar ist, ne, dass dieser Mensch wirklich, wirklich Sehnsucht und starke Gefühle zu dir hat und das auch mit einer, ja, wie soll ich sagen, loyalen Treue zu dir. Ne, also das weiß der auf jeden Fall. Aber man sieht halt hier auch, dass er im Prinzip auch Angst hat vor Abhängigkeit beziehungsweise seine eigenen Bedürftigkeiten, ne? Der hat halt auch Angst, sich wirklich drauf einzulassen, aus Angst abhängig zu werden oder zu sein, ne? Weil er sich dann bedürftig fühlt, sozusagen. Ja, da macht der Hund jetzt auch Sinn an dieser Stelle, ne? Ihr wisst alle, wie es ist. Ein Hund ist der treueste Begleiter, aber ein Hund ist in dem Falle auch abhängig von dir, ne, weil du bringst das Futter, du bringst das Wasser und du gibst das Dach über dem Kopf, sozusagen. Ne, könnte man jetzt hier mit diesen Karten so verstehen, weil wir hier die Unabhängigkeit als Problem und die Bedürftigkeit als Problem haben. Mit den Fischen die Gefühle ungreifbar. Ja, dann haben wir halt eben auch die Manipulation und Fehler, ne. Hier hat jemand auch Angst, Fehler zu machen und hier hat auch jemand Angst, manipuliert zu werden, beziehungsweise eine Marionette zu werden durch die Bedürftigkeit und die Abhängigkeit. Ja, und hier legt er sich schon selber ins Bild, in das Hauptthema, ins Hauptgefühl. Auf Gefühlsebene auch die Aktion. Ne, die Aktion durch Kommunikation raus aus den Unklarheiten und rein in die Klarheit. Heißt also, er wünscht sich hier auf Gefühlsebene die Kommunikation mit ihm, mit dir, ne, weil er weiß, dass nur die Kommunikation quasi ja, zur Bereinigung oder Klarheit führt. Und jetzt haben wir hier wirklich wunderschöne Karten, weil wir haben hier unten auf der Handlungsebene haben wir die liebevollen Treffen mit dir, ne? Wir haben den Neubeginn durch die Treue und die Gefühle zu dir und wir haben die feste Verankerung, wonach er sich auch sehnt, ne? Auch hier übrigens mit der Zärtlichkeit und halt eben auch dieses auf Wolken schweben. Aber da haben wir halt eben auch den Zwiespalt, ne? Und
Ja, vielleicht gab es hier einen Verrat, beziehungsweise wurde jemand hier schon in der Vergangenheit betrogen, verraten, wie auch immer. Und dadurch halt auch, ja, Enttäuschung entstanden. Ne, das ist halt auch so diese ganze Problematik, beziehungsweise an diesen Unklarheiten. Und im Endeffekt würde er dir das alles so am liebsten sagen, ne? Aber anscheinend ist hier halt eben auch gerade irgendwie Stillstand, ne? Funkstille auch. Diese aber halt eben auch zur Transformation, zur Rehabilitation oder, ne, zum Nachdenken anregt, weil man sieht ja auch hier auf Gefühlsebene, denkt er oder ne, er fühlt halt die Unklarheiten, aber er fühlt halt auch die Gefühle und ne, dass hier dieser Wunsch oder die Sehnsucht halt auch nach Klarheit drinne ist, ne, nach Treffen, Zärtlichkeiten, Kommunikation und einfach auch der Wunsch danach mit dir glücklich zu sein und zwar auch öffentlich. Das ist ein ganz wichtiger Faktor hier in dem Sinne und deswegen ist auch hier bald bald Sense mit der Pause, ne, weil die Sense schlägt hier ein. Das heißt, es kommt auf jeden Fall zu Treffen und Begegnungen, es kommt auch zu einem Neubeginn und ich würde sogar sagen, hier kommt feste Verankerung in Fluss, also auf dich zu, weil man sich halt auch danach sehnt. Das heißt, Energie folgt auch der Aufmerksamkeit. Das bedeutet auch, ja, dass er einfach an dich denkt, ne? Und ja, in Gedanken einfach in deine Richtung auch geht, ne? Weil er an die Zärtlichkeit denkt, ne? Er wünscht sich Kommunikation und er möchte endlich halt eben auch mit dir auf Wolke 7 schweben, sozusagen. Bloß in dieser Transformation, beziehungsweise müssen halt auch noch gewisse Themen hier verarbeitet werden. Ne, die Angst, Fehler zu machen, aus Angst hier vielleicht auch wieder verletzt zu werden, verraten, betrogen zu werden. Also ich meine, diese zwei Karten hier sprechen Bände. Ne? Ich denke halt mal, dass der in der Vergangenheit wirklich hier betrogen wurde und daraus noch ein Herzschmerz resultiert. Und deswegen weiß der halt auch nicht, wie er sich entscheiden soll, ne? Und hat halt hier auch wieder Angst, ja, wie soll ich sagen, verarscht zu werden, ne? Wahrscheinlich hat der hier in der Vergangenheit auch hier wirklich alles gegeben, ne? Und ja, hat man mit ihm wahrscheinlich halt auch den Hampelmann gemacht, auf, ja, saloppes Deutsch gesagt. Und somit wurde ihm sozusagen Unabhängigkeit wichtig, ne? Wo er sich wahrscheinlich gedacht hat, ich lasse mich hier nie wieder auf jemanden ein, weil die Schmerzen hier, ne, einfach zu heftig in der Vergangenheit waren und da hat man einfach auch keine Lust darauf, das nochmal zu erleben. Aber wie gesagt, man trifft sich nicht umsonst im Leben, Gefühle entstehen nicht umsonst, denn diese Schmerzen, ne, diese Zwiespältigkeit, die soll ja auch verarbeitet werden, ne? Sonst wäre man ja bis ans Lebensende alleine, enttäuscht, traurig, verletzt. Und das soll ja auch nicht sein. Und deswegen lernt man dann jemanden kennen, ne? Zu dem es auch wieder zu ganz starken Gefühlen kommt, die aber halt, wie gesagt, aus diesen Ängsten und Zwiespältigkeiten einfach nicht greifbar sind, ne? Und wenn du jetzt mit diesem Orakel in Resonanz gehst, dann siehst du es schon selber, ne? Aktuell zumindest gibt es hier noch die Unklarheiten, aber es kommt auf jeden Fall zur Kommunikation, denn der sehnt sich wirklich danach, mit dir auch für Zärtlichkeiten auszutauschen, ne? Sich mit dir zu treffen und um dann wieder mit dir auch auf Wolke 7 zu schweben. Denn du bist halt einfach für ihn unwiderstehlich, ne? Und es wird hier auf jeden Fall Treffen geben, gefühlvolle Treffen, einen Neubeginn wird es geben, denn der ist hier auf jeden Fall, ne, mit dir innerlich fest verankert.
Also wenn du, meine Liebe, mein Lieber, mit diesem Orakel in Resonanz gehst, dann kannst du davon ausgehen, dass es hier Kommunikation, Treffen, Zärtlichkeiten austauschen geben wird und dass ihr in absehbarer Zeit hier auf Wolke 7 schweben werdet, ne? Weil hier schlägt die Sense ein, ne? Der Sarg auf Hausplatz Nummer 10, die Sense, hier schlägt die Sense plötzlich und überraschend ein, das heißt, der kommt hier plötzlich und überraschend auf dich zu und dann wird es auch Treffen geben und somit hat dieser Stillstand ein Ende und ja, es kommt eine wunderschöne Zeit auf euch zu. Und jetzt möchte ich mal einfach noch spaßeshalber eine Karte nur aus dem Deck für die Überschrift sozusagen haben. Ups, das waren zu viele. Das waren zu viele, aber selbst wenn ich mir die Karten alle anschaue, dann sieht man hier schon mal gleich, OMG, ne, der ist zwar aktuell noch, sich nicht sicher, ne, aber es kommen auf jeden Fall Veränderungen. Der ist halt aktuell noch ein bisschen so, ne, in der Ruhephase, der braucht noch ein bisschen, ja, der braucht einfach noch ein bisschen Abstand, ne, um sich halt auch hier von seinem Herzschmerz zu befreien oder auskurieren und von seinen Dämonen zu befreien. Aber es wird auf jeden Fall in die Verbesserung gehen, weil einfach die Gedanken an dich zu schön, zu liebevoll, zu nostalgisch, ne? Also der denkt hier wirklich sehr, sehr positiv an dich. Und hier haben wir auch, ne, die Treffen, die hier stattfinden werden, auf gefühlvoller Basis, ne, der sehnt sich hier wirklich danach und ihr werdet euch auch wirklich, wirklich treffen und dann geht es auch mit den 10 der Münzen in die absolute Fülle, okay? Also wunderschön und ich wünsche mir für jeden Einzelnen von euch mit diesem Orakel zu resonieren, beziehungsweise, dass all das so auch auf euch zutrifft. Weil es sieht halt hier richtig, richtig schön aus. Ne? Wir haben hier unten die Handlungsebene, feste Verankerung, Neubeginn, Treffen und Begegnungen. Und dann haben wir auf Wolke 7 schweben. Also mega, mega schön. Und wie gesagt, ganz plötzlich schlägt die Sense hier ein und der kommt dann wahrscheinlich urplötzlich, ohne dass du daran denkst, auf dich zu. Ne? Und ja, ich würde sagen, dann geht's hier richtig schön zur Sache. In diesem Sinne, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich umarme dich. Bis zum nächsten Video. Deine Sandra.